Ja, guten Tag. Ich wollte mich eigentlich erst im Hauptmenü melden, aber ja, irgendwie lädt er gerade ganz Mittelerde herunter. Ja, und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel, zwar Elex, ja, von den Machern von Gothic und Ryzen. Was lädt denn der? Und wie lange? Okay. Also wenn du so weiterlädst, ne, muss ich gleich wieder schlafen gehen, weil ich arbeiten muss morgen. Hallo? Spiel? Wird geladen. Okay. Was lädt denn der? Würde sich der Hintergrund nicht die ganze Zeit bewegen, würde ich denken, das Spiel ist stehen geblieben, aber. Ja. Oh Wunder, es passiert nichts. Oh, wie war euer Tag so? Meiner war anstrengend. Oh. Oh, es geht los. Ich bin ja Blindfuchs. Und bewege. Ich mache mal so. Und damit begrüße ich euch nochmal herzlich zu Elex. Ja, wie gesagt, es ist von den Machern von, ja, Schrei mich an, Spiel ist okay. Ich mach mal den Sound ein bisschen leiser hier, sonst würde ich jetzt doppelt hören gerade. Oder habt ihr vielleicht schon? Von den Machern von Gothic und von Risen. Piranha Bytes halt. Ich muss einmal kurz in die Option gehen, das ist natürlich wichtig. Objekt. Okay. Wir machen ja immer auf Ruhe. Ja. Okay. Backspace. Okay. Wir starten ein neues Spiel. Ich glaube es nicht. Okay. Ich spiele auf normal. Der Planet Magallan. Unsere Heimat. Vor 160 Jahren wurde sie durch einen Meteoriteneinschlag fast vollständig zerstört. Doch es gab Überlebende, die sich aus den Ruinen der alten Welt wieder neu erhoben. Die Schwachen flohen in die Wildnis, wurden größtenteils dezimiert oder versteckten sich hinter dem Schutz der neu formierten Gemeinschaften. Die Starken kämpften um die knappen Rohstoffe und Waffen, die die alte Welt ihnen hinterlassen hatte. Doch der Meteor brachte nicht nur Zerstörung. Auch ein neues, bisher völlig unbekanntes Element kam auf unsere Welt. Elex. Es verlieh den Menschen unglaubliche Macht und die Fähigkeit, übermächtige Technik zu entwickeln und viele Arten von Magie zu wirken. Doch das hatte seinen Preis. Elex in seiner reinen Form führte zu Degenerationen der vegetativen Systeme des Körpers. Diejenigen, deren Geist stark genug war, konnten diesen Verfall überwinden und wurden zu emotionslosen und synthetischen Abarten der Gattung Mensch. Sie nennen sich selbst die Alps. Es dauerte nur wenige Jahre, bis die Alps stark genug waren, um den Rest der freien Menschen zu jagen und ihre Existenz zu bedrohen. Seither
spüren wir einen erbitterten Krieg gegen ihre Ausbeutung und Tyrannei. Einer der Alt, ein aufstrebender und siegreicher Feldherr, ist der effektivste unter ihnen. Wir nennen ihn die Bestie von Xarkor. Erfüllst du also deinen Auftrag? Du kennst unsere Direktive. Du weißt, es gibt nur eine Konsequenz für dein Versagen. Plötzlich habe ich Gothic 1. Damit willkommen zu Elix. Ja, was war das eben für eine Zwischensequenz? Hallo? Ja, da waren wir mitten im. Ja. Verdammt, mein Schädel. Wenn ich überleben will, muss ich mich beeilen. Ohne eine geeignete Waffe bin ich erledigt. Hat der auf einmal mitten im. Was? Keine Ahnung. Ja, in der Zwischensequenz einfach mal die Welt geladen. Was ist das? Oh, guck mal hier. Man kann schon anfangen zu looten. Echt schön. Ja, hier komme ich noch weiter. Jo. Direkt Schaden gekriegt, das ist schön. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Meine Kräfte schwinden und ich. Was ist alles das? Mit, was wir finden. Wow! Das ist ein Elix-Entzug. Ich muss längere Zeit bewusstlos gewesen sein. Ohne meine Elix-Ration. Ich war ja schon öfter mal auf dem Trockner. Ach was. Aber so schlimm hatte ich es noch nie. Wie komme ich jetzt wieder runter? So. Mit aus. Genug aus. Kannst du leichte und schwere Angriffe miteinander kombinieren. Je länger diese Kombo ist, desto mehr Schaden verursacht. Okay. Eben wollte mich die Ratte töten. Ich muss hier weg.
Die Ruine da könnte mir Schutz bieten. Vielleicht finde ich da noch etwas Brauchbares. Eine meiner Crony-Einheiten, U3. Sie ist beim Absturz komplett zerstört worden. Ich frage mich, wo Crony O4 hin ist. Wenn er noch aktiv ist, finde ich ihn vielleicht hier in Edan. Mal sehen, ob ich ihn orten kann. Ja. Haben wir eine Ratte? Nehmen natürlich alles mit, was wir finden können. Ich bin mal gespannt, wie lange mich dieses Spiel begeistert. Weil, ich habe Angst. So ganz ernsthaft. So. Wenn ich die Grafik hier schon sehe, ich meine, ich bin nicht so grafikgeil. Ja, aber, ich zeige euch mal was. Es ist alles auf hoch eingestellt. Okay, I ist wie immer Inventar. Hallo Ratte. So, hier haben wir anscheinend alles genommen. Verrottete Technologie der alten Welt. Hier ist nicht mehr viel zu holen.